Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Kingdom New Lands. Und wo uns die neuen Lande hinführen werden, das werden wir gleich sehen, denke ich mal. Wenn wir unser Schiff fertig gebaut haben. Aber immerhin, der Rumpf ist ja schon zur Hälfte fertiggestellt, aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Da fehlt ja noch der Aufbau und die Segel und sonst was. So, unsere Bauarbeiter rücken an. Sogar zu dritt. Eigentlich sollte ich noch viel mehr Gold haben. Jetzt bauen sie mit, ja, zu viert sogar. Jetzt kommen sie mit vier Leuten. Hallo? Ist nichts mehr für mich? Offenbar nicht. Na toll. Hätte er gar nicht wiederkommen müssen. Mhm. Ein Goldstück, sehr schön. Auch ein Goldstück. Oh, der, die das hat, ein bisschen mehr. Das ist schön. So, dann können wir ja das Boot, das Schiff ein wenig erweitern. Und ich glaube, danach sollten wir dann doch mal anfangen, Ritter oder Bauern zu rekrutieren. Also ich glaube, Bauern sind auch nicht... Ja, erstmal Ritter, würde ich sagen. Oder Bauern? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ich meine, jetzt kommt ja erstmal die erste Nacht mit Blutmond, denke ich mal. Also gehe ich mal von aus, auch wegen dem Regen und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. So, mit so vielen Leuten geht das schnell. Ich hoffe, sie kehren dann... Ah, das Ruder ist auch schon dran. Ich hoffe, sie kehren dann bei Einbruch der Nacht auch rechtzeitig zurück. Ich hätte mal noch neue Leute rekrutieren sollen heute und nicht alles ausgeben sollen fürs Boot. Egal. So, Leutchen. Macht Feierabend. Es wird, na, zumindest ist schon Nachmittag. Auch wenn man das nicht erkennen kann, wo die Sonne nicht zu ersehen ist. Nom, 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 nom. Nom, nom. Wow. Das war, glaube ich, das Portal. Oder ein geplatzter Heißluftballon, kann natürlich auch sein, aber ich glaube eher ersteres, das macht mehr Sinn. Okay. Auch hier tummeln die sich alle. Ja, die wirken ja sich ein bisschen... Ja, gut. Ist auch nicht so überüppig. So, jetzt haben wir den Bauernhof schon erweitert, aber noch keine Bauern. Das war natürlich sehr klug. Aber dafür sollten die Bauarbeiter jetzt vom Schiff abrücken und in Sicherheit gehen. Ja, tun sie auch. Zumindest zwei. Und die anderen beiden? Das waren doch vier. Vor allem die, Ah ja, sehr gut. Die Katapult-Heinis sollten vor allem mit der Katapult wieder... Mann. Schnell! Na, ich glaube, den kann ich vergessen. Na super. Alright, alright. Dafür ist das Katapult wenigstens wieder bemannt. So. Also nach Großangriff sieht mir das immer noch nicht aus. Dann sind die Angriffe wohl doch nicht so schlimm. Oder kommen jetzt doch welche von links? Das wäre natürlich nicht so nett. Nö, hier ist gar nichts. Keine Seeungeheuer. Na gut. So, Kollege, hast du heute mal wieder was für mich vielleicht? Mit deinem dick bepackten Esel? Der Steuereintreiber ist auch gar nicht... Na gut, der kommt wahrscheinlich jetzt tags raus, genau. Ah! Sehr gut. Wahrscheinlich hat der Steuereintreiber das dann dem Händler gegeben oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Hier ist der erste Bauer. Muss natürlich auch noch Leute kreationieren, ja. Rekrutieren. Für weitere Bauern und vor allem Ritter brauche ich ja auch noch. Wir haben nichts. Hat auch nichts. Hat auch nichts. Ist zu blöd zum Jagen? Nee, doch nicht. Ah, so muss das aussehen. So, dann muss ich natürlich gucken, dass ich nicht so schnell laufe. Und dass ich zwei Gold zurückbehalte, auf jeden Fall. Hudu. So, hier war ja nur das eine Zeltlager rechts noch. Und links auch noch eins. Ich glaube, mir gab es nicht
So, da kommen die Bauarbeiter. Sogar mit etwas Gold, dann können sie ja noch ein Stück bauen. Zack, zack. Klopf, klopf, klopf. Der Schiffsrumpf ist immer noch nicht fertig, ne? Das dauert. Na gut. Aber ich glaube, ich sollte heute auch nicht mehr weiterbauen am Schiff. Das ist mir doch zu risky. Hat Impin ja noch was? Nein, Impin hat nichts. So, das sind dann zwei Sensen für die beiden neuen Bauern. Hier ist auch noch ein Bogen für einen weiteren Bogenschützen. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind neue Leute. Ein Ritter. So, also die Bauern und die Bogenschützen können hier koexistieren, das ist sehr schön. Oh, nett. Ach, wenn ich jetzt eh schon mal unterwegs bin, kann ich ja auch links mal wieder die beiden Leutchen rekrutieren. Die heutige Nacht hier wird ja wohl nicht so dramatisch werden. Die Vögel sind auch neu, oder? Kann ich mich jedenfalls nicht so wirklich daran erinnern, dass da. Obwohl doch, da sind früher schon Vögel aufgestoben, nur aufgestoben, aufgestebt, aufgest also aufgeflogen. Nur sie haben nicht rumgezwitschert, so war das. Schnaub, Schnaub. 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 Vielleicht kann ich den Wegweiser erst bedienen, wenn das Schiff fertig ist. Aber ich meine, ich hätte damals. Ach, ich grübel einfach nicht länger nach. Irgendwann wird das schon gehen, oder vielleicht brauchen wir den Wegweiser auch gar nicht. Vielleicht weiß das Schiff ja von alleine, in welche Richtung es fahren muss. So, und wieder zurück. Zurück zum Glück. Ach, die Latüchte leuchtet. Nett. Wie auch immer die angemacht hat. Das ist einfach eine selbst entzündende mit Piezozünder. Garantiert. Kann nicht anders sein. In dieser modernen Welt. Den Weg bis zum Wegweiser freizuschaufeln, muss ich hier, glaube ich, erstmal alles ab. Abfällen. Kahlschlagsanierung, so nennt man das ja auch. Tja, dann. Weg mit die Bäume, ne? Hier sind die Bauern. Haben natürlich noch nichts geerntet, aber das war ja auch ein bisschen früh. Und Tag 8 bricht an. Oh, ich habe ganz vergessen, hier den Händler zurückzuschicken. Kann ich das überhaupt? Doch, kann ich. Na egal. Werde ich wohl überleben. So, dann bauen wir das Schiff weiter natürlich. Was sonst? Jetzt haben wir natürlich noch ein Goldstück. Na gut. Besser eins als keins. Ist der andere überhaupt da? Ist sich irgendwo verkrochen im Gebüsch gerade wahrscheinlich? Oder ist noch in seinem Zelt, noch im Pennen? Das kann natürlich auch sein. Bauarbeiter, Bauarbeiter, brav. Zweiter Bauarbeiter wäre auch noch nett. Sonst dauert das doch wieder den ganzen Tag jetzt mit den vielen Stücken. Ist ein Steuerbuch. Das lässt sich doch schon eher sehen hier. Das erst recht. Die Bauern haben noch nichts. Nein. Hier ist noch mehr Gold. Schick, schick, schick. Ist hier noch irgendwo Bogenschütze, der mich was abziehen kann? Nee. Dann nicht. Aber ich glaube, ich habe ja auch genug Gold jetzt gerade hier im Säckel. Ja, schon wieder einiges. Aber der Mittag ist auch schon wieder rum. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal. Na, ich glaube, es ist mir wieder zu riskant, jetzt noch weiter am Boot rumzuwerkeln. Also am nächsten Tag. So, jetzt habe ich aber inzwischen auch so viele Bogenschützen, dass ich mir eigentlich schon den ersten Ritter auf der rechten Seite leisten kann. So.
Der Händler kehrt zurück. Kann ich ihm jetzt gleich schon Geld abnehmen? Mal gucken. Nee, muss ich wohl bis zum nächsten Morgen warten. Es kann natürlich sein, dass der jetzt auch wieder anfängt, Steuern zu sammeln, seit der Händler wieder da ist. Wäre ja auch möglich. So, der hat schon einen. Okay, der scheint genug Gold zu haben. Sehr schön. Auch sehr schön. Und ihr solltet euch mal beeilen, ihr Kollegen. Huiuiuiui, und zwar richtig beeilen, bitte. Den aber auch noch so lange da stehen bleiben. Na, ich glaube, den kann ich vergessen. Jetzt fängt er an zu rennen, aber es ist ein bisschen spät. Na. Na, supi. Na, egal. Ich hab's ja. Kein Problem. Okay, Angriff abgewehrt. Kann ich den wieder einsammeln? Oder ist er jetzt ganz futsch? Nee, kann ich wieder mit einsammeln. So, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt gleich noch in der Nacht an weiterzubauen. Dann sind nämlich die Bauarbeiter schon da, falls ich noch mehr Gold habe. Und spätestens mittags sollte ich wohl aufhören mit dem Bauen, damit die dann auch bis nachts wieder zurückkehren. Ah, Steuern. Sehr gut. So, jetzt muss ich natürlich die Bogenschützen wieder etwas auffrischen und mal schauen, was denn unsere Bauern machen. Die dürften ja vielleicht jetzt auch schon die erste Ernte haben. Haben sie? Sehr gut. So lobe ich mir das, Leute. Das könnte sogar schon die zweite Ernte sein. Ich glaube, noch einen vierten Bauern kann ich auch noch verkraften. Andererseits. Na, ich glaube, ich lasse erstmal bei den dreien. So, den Händler schicken wir natürlich wieder zurück. Hier sollten wir vielleicht noch einen zweiten Bogenschützen noch aufschicken. Ach komm. Jetzt kommt natürlich der Bauarbeiter wieder zurück. Ach, naja, gut. Ich lasse sie trotzdem noch was bauen. Müssen ja fertig werden hier. 2, 3, 4, 5. Und die letzten zwei sind hier für unsere Bauern. So, 5 neue Teile für das Boot. Dann müsste der Rumpf auf jeden Fall fertig sein, denke ich mal von aus. Kommt ein Bauarbeiter angerannt, aber nur einer. Wo sind die anderen hin? Und Bäume fällen doch wohl nicht mehr, oder? Das ist ja eigentlich erledigt. Oh, fleißig gesammelt, ohne dass ich es mitgekriegt habe, offenbar. Ja, hier ist ja eigentlich auch nichts mehr zu fällen gerade. Aber jetzt, wo es Nacht wird, schicke ich sie einfach mal in die Richtung, damit sie vom Boot abgezogen werden. Aber wo sind denn die anderen Bauarbeiter hin? Ich hatte doch mehr. Seltsam, oder habe ich die jetzt einfach übersehen? Eigenartig. Ach, der hat schon wieder geerntet. Sehr gut. So muss das sein. Okay, und den zweiten Ritter haben wir auch schon. Dann können wir ja sogar das komplett ausbauen, würde ich sagen. Mit so viel Gold im Lager. Okay, auf Karnickeljagd gehen sie nachts offenbar nicht, nur auf
Auf Rehe schießen sie. Und da kommen sie. Flatsch. Pff, einer ist übrig geblieben. Jetzt nicht mehr. So, das ist wieder super. Dann können wir nämlich gleich die Leute wieder losschicken. Und eins und zwei und drei. Ah, jetzt kommt offenbar schon die Massen, so wie das aussieht. Und hier kommen wieder zwei neue Leutchen, so wie das aussieht. Und der zweite ist ja noch gar nicht gespawnt. Mein Gott, wird er wohl tun. Tag 10 ist angebrochen. So, dann erleichtern wir den Herrn Händler mal wieder um seine Goldstücke. Der zweite Ritter braucht auch noch Gold, ne? Hep. Die wird das Portal angreifen jetzt. Oh, können sie sogar. Was passiert denn? Das ist eine gute Frage. Yay, Gold! So, ich glaube, weitere Bauarbeiter können uns auch nicht schaden. Bauern bin ich noch etwas skeptisch, aber ich glaube, ein, zwei weitere Bauern können wir vielleicht auch noch nehmen. Ich meine, die Bogenschützen scheinen ja sowieso immer bis zur Waldgrenze rauszugehen, von daher stört die das ja nicht, wenn da hinten jetzt die Bauern an ihre Felder anlegen. Die Waldgrenze ist jetzt ja auf der anderen Seite hier sogar. Da müssen wir eigentlich bald beim Wegseite angekommen sein, oder? Ja, der ist gleich hier vorne schon. Kann jetzt schon was machen mit dem? Nö, immer noch nicht. Ich schätze mal, es liegt wirklich daran, dass er mitten im Wald liegt. So, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir noch mal die beiden Bauern mit. Kommen wir jetzt sonst nicht so oft hin. Schnaub, schnaub. Friedliches hier im Wald ist. Vöglein zwitschern. Die Rehlein zwitschern nicht. Bauarbeiter zwitschern sich ein. So. Verschnaufpause fürs Pferd. Und keine Verschnaufpause mehr für die Rehe. Die werden jetzt gnadenlos. Achso, Bogenschützen haben sich schon wieder zurückgezogen. Dann werden sie gnadenlos einfach gar nichts. Ist ja auch mal nett. Alright, alright. So, Bauarbeiter sollten wir jetzt genug haben. Bogenschützen auch erstmal, glaube ich. Obwohl, es sind jetzt natürlich einige Bogenschützen gebunden durch die Ritter. Haben wir noch nicht genug Bogenschützen. Na egal. So. Die Nacht ist angebrochen. Gegner kommen gekrochen, ja. Nicht mein Gold, du. So, dann. Geht das noch nicht weiter? Oder ist es fertig dann? Das kann doch nicht fertig sein. Okay, hier ist offenbar gerade nur einer. Gut. Ist noch nicht fertig, das Boot, oder? Oder habe ich jetzt einfach mal zu viele Stücke im Voraus? Ah, jetzt geht's weiter. Hui!
Doch schon fertig. Yay. Jetzt muss es nur noch bemannt werden. Doch wie das passiert, seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis dann.